Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Sonntagsschutz ist nichts für Sonntagsreden, sondern für konkretes Handeln. Damit habe ich vor 3 Wochen meine Rede beendet zur Einbringung unseres Antrages, den der Kollege Eugen Roth eben angesprochen hatte, zum Thema Sonn- und Feiertagsschutz stärken. Und wir liefern, und das in Rekordzeit, innerhalb von 21 Tagen, von genau 3 Wochen, haben wir es geschafft, Ihnen konkret einen Antrag als Koalitionsfraktion vorzulegen, einen Gesetzentwurf vorzulegen zum verstärkten Sonn- und Feiertagsschutz. Wir sind fest entschlossen, wir stärken den Schutz der Sonn- und Feiertage, und es gibt, meine Damen und Herren, gute Gründe dafür. Das erste und sofort, das möchte ich nennen, den Schutz der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer. Heute ist es so, 24% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen auch regelmäßig an Sonn- und Feiertagen eben auch ran. Das ist schon eine beachtliche Anzahl, und wir möchten ja eben auch dann einen Riegel vorschieben. Und die 24%, das sind zum Teil auch Berufe, die eben auch an Feiertagen arbeiten müssen. Ich nenne Polizisten, ich nenne Pfleger, ich nenne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Energieversorgung. Alle die müssen nun mal sonntags arbeiten, aber wir meinen auch, dass wir, und das ist der zweite Grund, den es zu schützen gilt, eben auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Handel denken müssen. Es gibt einschlägige Studien dazu. Ich nenne noch einmal die Studie des Bundesinstituts für Gesundheits- und Arbeitsschutz, die eindeutig zum Schluss kommt: Wer atypische Beschäftigungszeiten hat, der ist von Stress mehr geplagt, der hat eben eine höhere Gefährdung an gesundheitlichen Erkrankungen aufgrund des Berufs zu erkranken, und deswegen sind wir hier auch in der Pflicht. Und das Zweite ist, die Sonntage und die Feiertage, die schaffen eben auch Raum für Zeit zusammen. Sie schafft Zeit zusammen in der Familie, in den Vereinen, im Ehrenamt, auch für einen Besuch des Gottesdienstes oder eben auch für einen selbst. Die Sonn- und Feiertage, und das hatte ich auch schon in meiner Rede vor 3 Wochen angesprochen, sie ist eben auch für uns im Saarland von besonderer Bedeutung. Nirgendwo in Deutschland engagieren sich so viele Männer und Frauen in Vereinen ehrenamtlich wie bei uns in Deutschland. Wir haben alleine über 10.000 Vereine, und die leben eben auch davon, dass es Zeit zusammen gibt, die man zusammen frei hat, die man zusammen gestalten kann. Und wir als Politik sind nicht in der Lage, irgendwo zu verordnen, dass sich Menschen ehrenamtlich engagieren, aber wir sind sehr wohl in der Lage, eben auch als Landesgesetzgeber den Raum und die Zeit dafür zu schaffen, um das eben zu ermöglichen. Ich möchte den Punkt der Kreativität noch einmal nennen. Auch hier gibt es Studien, das habe ich ausgeführt, die eindeutig belegen, es sind eben die Zeiten, in denen man sich mit anderen Themen beschäftigen kann als mit der eigentlichen Arbeit, die eben auch dann ermöglichen, neue Ideen zu schöpfen. Und das Dritte ist, die Feiertage zu schützen und stärker zu schützen. Frau Kollegin Schramm, ist eben auch ein Bekenntnis zu unserer christlichen Tradition und zu unserer christlichen Kultur. Die meisten Feiertage sind eben auch Ausdruck dieser Geschichte und dieser Kultur, und deswegen bekennen wir uns auch eindeutig zu Ihnen. Der Entwurf des Gesetzes, den wir Ihnen als Koalitionsfraktion vorlegen, sieht im Wesentlichen 2 Änderungen vor. Das eine ist, in Zukunft bleiben an Feiertagen die Geschäfte geschlossen. Und das zweite ist, es ist in Zukunft so, dass die Ortspolizeibehörde vor Ort eine Erlaubnis erteilen muss. Es war bisher nur eine Anzeigenpflicht des Handels vor Ort. Und deswegen glaube ich, Frau Schramm, wir gehen da einen sehr gesunden Mittelweg. Wir schützen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil wir eben auch viele Feiertage haben, aber gleichzeitig behalten wir auch 4 Sonntage bei, weil wir eben auch dem Handel vor Ort Möglichkeiten geben müssen, durch besondere Aktionen eben auch die Ortszentren, unsere Städte, den Einzelhandel zu stärken. Auch das zählt dazu. Ich erinnere an das Argument, dass durch Amazon und andere Internetanbieter eben auch hier eine große Konkurrenz entstanden ist. Und deshalb, meine Damen und Herren, Sonntage und Feiertage sind etwas ganz Besonderes. Sonntage und Feiertage fühlen sich anders an, und diesen Raum möchten wir schützen, diese Zeit möchten wir schützen, und deswegen lade ich Sie ein, uns zu begleiten in dem Prozess, den wir jetzt eingehen, in den Anhörungsprozess, und heute bitte ich Sie um Zustimmung zu unserem Entwurf. Applaus